Die Ethel von Brixham. Fast 130 Jahre ist der Seelenverkäufer alt. Jetzt hat der Verkehrsminister erkannt, der Holzkahn ist ein schwimmendes Hochsicherheitsrisiko, wie alle Traditionsschiffe. Höchste Zeit für die neue Sicherheitsrichtlinie. Besonders sicher wird das Schiff durch die neue Vorschrift für Ankerketten, Kapitel 2, Abschnitt 1.10. Die neue Verordnung erwartet von uns deutlich schwerere Anker und deutlich längere Ketten. Das würde dann dazu führen, dass unsere kleine Ethel vorne tief ins Wasser eintauchen würde und den Propeller in die Höhe strecken. Das Schiff wäre damit eindeutig viel sicherer, auch wenn die Wasserlage leicht suboptimal sein könnte. Auch Ulrich Grobe in Elmshorn will partout nicht einsehen, wie sinnvoll die neuen Vorschriften sind. Der Schipper der Gloria versteht nicht, warum er demnächst unbedingt zwei Anker braucht. Und dazu je Anker eine Kette von 165 Meter Länge. Das für den Atlantik, aber wir fahren höchstens bei 15 Meter Tiefe. Gott sei Dank hat Alexander Dobrindt mehr Weitsicht und weiß genau, wie man die klapprigen Kähne viel sicherer machen kann. Das Ministerium hat größtes Interesse daran, dass wir die Traditionsschifffahrt, die Historie, das Ehrenamt, alles, was damit verbunden ist, auch zukünftig erhalten. Nach dieser Verordnung hier soll ich die Reling auf etwa einen Meter Höhe erhöhen. Das Ergebnis ist, ich kann mit dem ganzen Schiff nicht mehr segeln, weil die Vorsegel hier rübergehen müssen. Ob mit Segel oder eben ohne, wirklich wichtig ist, dass Ulrich Grobe in Zukunft nachweist, dass er und seine Mannschaft hochseetauglich sind. Nach dieser Verordnung hier soll ich voll hochseetauglich sein für eine Atlantiküberquerung. Aber ich fahre ja bloß auf der Krückau und auf der Unterelbe. Nun ist die Krückau ein Fluss, der nicht so häufig Wasser führt. Doch auch hier lauern für die Gloria ungeahnte Gefahren. Mal angenommen, die Maschine der Gloria explodiert. Und es ist ausnahmsweise genug Wasser in der Krückau. Das führungslose Schiff treibt in die Elbe, wird gegen den Golfstrom durch den Ärmelkanal gedrückt und landet schließlich mitten im Atlantik? Das ist gar nicht möglich, weil wir vorher auf einer Sandbank landen. Diesen Fischköppen ist nicht zu helfen. Gott sei Dank sorgt die neue Sicherheitsrichtlinie für alle Fälle vor. Zukünftig müssen Traditionsschiffer nämlich auch schwangere Mitfahrerinnen entbinden oder mal flugs einen Blinddarm entfernen können. Wir sind nur auf der Ostsee unterwegs. Hier gibt es also immer auch die Möglichkeit, bevor der Blinddarm platzt, einen Rettungskreuzer zu holen, der dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen würde. Billige Ausflüchte. Ohne OP-Tisch ist kein Traditionsschiff wirklich sicher. Schön schied. Das würde für uns das Ende sein hier. Und besser so. Dann sind auch die großen Hafenfeste deutlich übersichtlicher und viel sicherer.